Hallo und willkommen zu meinem neuen Guide für Level 95. Mein Name ist Manev und ich spiele auf Chip 2 Uhr in der deutschsprachigen Allianz German Arcs. Level 95 ist das neue Maximallevel und die Frage ist nun, was mache ich, wenn ich dieses Level erreicht habe? Mit dem neuen Level Cap wurde auch in Stia der Exploration Sektor Mediola Outer Area 1 umgewandelt. Dies ist zwar weiterhin ein Exploration-Sektor zum Farmen von Fleisch, Erzen und Gemüse, jedoch ist es auch durch den Umbau das erste Endgame-Farming-Gebiet. In diesem Gebiet können wir zwei neue Materialien farmen, Progrequinder und Evoluvolt 1. Diese benötigen wir, um die schwache Waffe Excelio in die jetzt stärkste Waffe in-game umwandeln zu können. Excelio-Waffen sind in verschiedenen Aktivitäten zu bekommen. Diese sind nämlich City Exploration, Planet Crusher Blitz R2, Ultra Hard Content und im umgebauten Exploration-Sektor Mediola Outer Area 1. Ab den 9.10. können die Excelio-Waffen auch beim Halloween Event Shop NPC durch Seasonal Points geholt werden. Natürlich kann man auch sich die Excelio aus dem Player Shop kaufen. Wo kann ich die Excelio Waffe umwandeln? Hierfür gehen wir zum Item Trader Shop und gehen auf die unterste Option: Equipment Upgrade Augment Transfer. Dort könnt ihr eure Excelio Waffe zusammen mit den beiden Materialien aus Mediola Outer Area 1 in eine Duo Celio eintauschen. Das Besondere hier ist, dass ihr nur eine Waffe holen müsst, denn ihr könnt, wenn ihr eine Multiwaffe habt oder machen wollt, eine Duo Celio zusammen mit einer Excelio Waffe zusammenführen. Ihr könnt auch, wenn ihr schon eine Multiwaffe aus zwei Excelio habt, diese umtauschen und auf Duo Celio aufwerten. Wichtig ist, wenn ihr nach dem Umtausch ein Duo Celio mit einer Excelio Waffe zu einer Multiwaffe machen wollt, dass ihr darauf achtet, dass die Duo Celio als erstes ausgewählt wird, denn die erste Waffe ist die Basis. Beim Umstieg von Excelio auf Duo Celio wird alles übernommen, was auf eurer Excelio Waffe drauf ist. Das heißt, das Enhancement Level wird übernommen, der Fixer, wenn einer drauf ist, die Augments und das Potential Level. Potential wird umgeschrieben auf das, was die Duo Celio hat. Ist derselbe wie Excelio, nur leicht stärker und mit einem zusätzlichen Effekt. Die Farbvariante wechselt ebenfalls, aber es bleibt eine Farbvariante. Auch eine Excelio Multiweapon wird übernommen. Hier wird die ganze Waffe in Duo Celio umgewandelt, Schaden, Optik und Potential. Jedoch sieht die zweite Waffe auf eurer Duo Celio weiterhin aus wie eine Excelio. Dieses Upgrade wird ab dem 16.10. auch für die aktuelle Ekstasis Armor freigegeben und die Materialien dafür werden wir im Combat Sektor Noisen Blend Rang 2 farmen können und ab dem 23.10. wohl auch in Dex Base Rang 2. Wenn ihr euer Duo Celio erhalten habt und möchtet euren Fixer versuchen aufzuwerten, könnt ihr Excelio Waffen dafür benutzen und müsst nicht extra eine Excelio auf Duo Celio aufwerten. Selbige wird mit den Units der Fall sein. Somit wisst ihr jetzt, wie und wo man die Materialien für den Umstieg von Excelio auf Duo Celio bekommt und wo man dies macht. Ich hoffe, euch hat der Guide geholfen und bei Fragen könnt ihr es mich gern in den Kommentaren wissen lassen. Mein Name ist Manev und ich spiele auf Chip 2 Uhr in der deutschsprachigen Allianz German Arcs.